Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Sommerland. Da sind wir auch wieder zurück in dieser schönen Fantasy-Welt. Diesmal mit dem E-Rich, dem alten Ork, dem Beetlejuice und dem guten Benny, der ist auch am Start. Naja, und wir müssen direkt vorneweg eine kleine Ankündigung machen. Ja, euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, in den letzten Folgen waren viele, viele Sachen asynchron. Leider reagiert der Server oft sehr spät, wenn ich einen Block hinsetze und so. Deswegen wird das immer asynchroner mit der Zeit, auch bei der Videoaufnahme. Ja, ihr seht auch, wie die Jungs laggen. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir hier nicht zum Beispiel wie bei GTA dann einen Server gemeinsam finden, der in der Mitte ist oder beispielsweise bei DayZ, sondern hier muss ich ja auf dem deutschen Server spielen. Und das hat zum Effekt, dass ich hier echt nur problematisch aufnehmen kann, stellenweise. Ich meine, es nervt jetzt nicht groß beim Bauen, aber es ist ein bisschen ätzend. Obendrauf habe ich hier auch viel am Hut mit The Mansion und Superhomies. In Los Angeles befinde ich mich ja gerade. Deswegen werde ich eine kleine Ankündigung machen müssen. Und zwar wird Minecraft Sommerland nur noch einmal die Woche vorerst kommen als Let's Show, wo ich exklusiv zeige, was so in dieser Welt passiert ist und so weiter. Also natürlich sind die Jungs auch mit dabei, aber das filmt dann über meinen Monitor, also über unseren beim Sarazar-Channel. Und wenn ihr denn Bock habt, könnt ihr natürlich aber auch die ganzen Bauphasen bei den anderen Jungs abchecken, die halt wieder alle zwei Tage ihre Videos raushauen werden. Und ich zeige dann einmal die Woche zwecks Verbindung und Co., was so abgeht in der Welt von Sommerland, weil da ist es dann nicht so schlimm, wenn ich dann nicht so eine tolle Verbindung habe, ne? Oder? Ja, genau. Hast schon alles Wichtige. Ja, dem war nicht viel hinzuzufügen. Also es ist natürlich übel scheiße, dass aber bei dir nicht so gut läuft gerade. Ja. Und das ist echt super ätzend, als ja, ist alles asynchron gewesen. Und warte, ich mache mir jetzt Piep und der Benny muss Ja sagen, direkt danach, ne? Piep! Ja. Siehst du, hört ihr, wie die Verzögerung auch zum Benny ist? Es dauert fast eine Sekunde, bis der Benny dann da das Piep kriegt von mir, weil ich so weit weg bin. Ja, weil ich ja in Los Angeles hänge. Und deswegen haben wir uns überlegt, komm, ich mache hier ein Let's Show draus, zeige einfach mal einmal die Woche, was gebaut werden wird. Und hier wird an diesem Wüstenortschaft, ein Wüstenortschaft wird natürlich auch noch von anderen Leuten, von anderen Händen weitergebaut. Und sobald ich wieder dann vernünftig aufnehmen kann, probiere ich dann natürlich auch wieder weiterzubauen. Allerdings überlasse ich das dann den anderen, wir sind ja mittlerweile eine große Truppe. Und ich werde dann immer durchschlawenzeln, ja, so einmal die Woche ungefähr, was geht Neues in Sommerland, welche Ortschaften haben sich vergrößert, welche nicht, welche sind klein geblieben, welche sind größer geworden und hier ist zum Beispiel klein geblieben. Hier ist natürlich jetzt nichts Großes getan seit der letzten Folge, ne? Aber ihr habt das ja auch noch nicht gesehen, oder? Nee, das sehe ich auch zum Ja, das ist gar nicht so schlecht. Kleiner Wüsten, Außenposten. Genau, ja, das soll eine Stadt werden am Ende. Das soll schon eine Stadt werden. Muss hier mal die Folge reinziehen. Die ist leider asynchron, aber dafür kann ich nichts. Okay, sollen wir mal rüberbeamen uns gerade zu den Orks, was da Neues gibt? Ja, klar, gerne. Ja, können wir machen. Dann ich teleportiere mich mal vor und ihr folgt mir dann. Okay. Bist du schon weg? Jo, ich bin schon bei den Orks mit dem Beetlejuice. Sehr nice. Und da geht's ja auch heiß her. Also wie gesagt, das wird jetzt eine Show. Ich zeige euch dann circa einmal die Woche, was so in der Welt von Sommerland vorangegangen ist, um mich da nochmal zu wiederholen. Für alle, die sich wundern werden. Ich werde das natürlich dann so gestalten, dass wir auch viel, viel zu sehen bekommen, weil in einer Woche passiert ja in der Welt von Sommerland jede Menge. Und wir sehen da Kuvulka, hier dieser Haufen, hier die Lavabrücke und sowas. War ja alles noch nicht da, ne? Wollt ihr das mal beschreiben? Genau, also ich habe hier noch weiter Behausungen gebaut, die so im Stil sind wie das Häuschen, was wir da hinten schon hatten. Und hier oben haben wir so einen Käfig auf einem Berg, der, ja, das wird so eine Kampfarena. Oh, geil. Das finde ich cool. Haben wir uns überlegt. Eine coole Idee. Wo die Orks sich den besten, der beste Ork wird Chef, nach dem Motto. Genau, so ungefähr. Oder es müssen Gefangene gegen Monster kämpfen oder so. Oder gegen Gladiatoren, wie auch immer. So, sowas irgendwie. Und da ganz hinten, da baut der Erik schon seit einiger Zeit dran. Da können wir mal gucken. Da ist ein ganz neues Gebäude, was auch ganz schön groß ist. Ja, die Orksiedlung. Und guck mal, da schwebt noch. Boah, Alter, Wahnsinn. Ja, das ist die sogenannte Schlachterfabrik. Alter, ist ja riesig. Wo die Orks ihren Spaß haben sollen. Alter, ist ja massiv. Genau. Alter Schwede. Boah, hast du aber lang dran gesessen, oder? Ja, ziemlich lang. Die Schlachterfabrik. Da gehe ich mal rein. Gucke ich mir von innen an. Ja, gibt viel zu sehen hier. Wir fassen das dann hier auf dem Channel so ein bisschen zusammen. Bei Sarazar und bei den anderen Jungs könnt ihr dann halt auch cool sehen, wie die das alles aufbauen. Wie zum Beispiel so eine Schlachterfabrik aufgebaut wird. Bei Slay Massive, beim Turbinator und bei den vielen anderen, die alle dabei sind. Da wird es dann Folgen geben. Das hat natürlich sein Gutes, denn so verliert ihr nichts aus Sommerland. Boah, diese Kronleuchter sind ja saugeil, Alter.
Ja, das ist cool. Also richtig Mühe gegeben. Und hier ist auch die Pferdepresse. Ja, die nächste Maschine können wir auch mal zeigen. Mach doch mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Schalter ist dafür. Irgendwo hier drin, oder? Was ist ja richtig viel passiert hier. Ja, zeig mal, ich bin gespannt. Let's show. Let's show. Let's show the Pferdepresse. Hoffentlich funktioniert das. Ja. Ich habe auch mich eben aus Versehen schon wieder gemutet. Oh Mann. Da muss ich echt mal aufpassen. Oh, und da kommen wir. Ich muss mal vorne da kommen die Pferde. Da fixen. Oh, das arme Pferdchen. Alter, da werden aber der Tierschutzbund wird bei euch langsam verrückt, ey. Ja. Die schrampelt da nur ein bisschen rum, oder? Ja, gleich ist es tot. Ach so, das ist so wie praktisch so eine Müllpressanlage, ne? Wie bei Star Wars. Ja, nur von Pferde, wo der drin gehangen hat. Vorne kommt der Pferdesaft raus. Mmh. Genau, da wird nämlich Pferdesaft produziert. Und der kommt in Lasagne. Genau. Wo gibt's denn hier noch was Neues? Habt ihr schon noch irgendwie mehr noch? Nö, das war's eigentlich so ziemlich, oder? Aber sieht schon das krass Gebäude aus. Hier, aber das ist ja riesig. Große, also das ist auch noch lange nicht fertig. Das ist quasi der erste Stock davon. Wir wollten da 3 Stöcke draus machen. Boah. Und es oben halt noch anders zulaufen lassen. Wahnsinns. Das wird ein ganz schönes Monster hier. Alter Schwede, und irgendwer so Menschenköpfe. Der Innenraum wirkt noch so klein im Vergleich dazu, wie groß das Gebäude von außen aussieht, ne? Ja, ne? Ja, das Schaf auch. Schon. Schöne Details hast du auch gemacht. Ich find's fast ein bisschen zu massiv, aber irgendwie geil. Ne? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ding findet. Hier die Pferdeschlachtermaschine und das Gefängnis ist neu hinzugekommen. Und außerdem hier diese ganze Lava-Geschichte hier beim Orkdorf. Wo der Benny und der Erik dran bauen. Ich würde sagen, wir schwingen mal bei Tobi rein, oder? Genau. Da können wir mal rüberfliegen gerade zum guten alten Harry. Und dann können wir nochmal gucken, ob die Jungs da mit dem Schloss fair weitergekommen sind und so. Und bei den Pigmen können wir natürlich auch mal schauen. Die sind ja auch mittlerweile am Start. Boah, das sieht schon cool aus der Ferne. Teleportierst du dich, Erik? Ja. Ja, ich bin jetzt da. Okay. Ja, dann mache ich einfach TP Beetlejuice wieder, ne? Würde ich, glaube ich, sagen, geht schneller. Ich mach Benny Slay. Irgendwie hat man Benny Slay. Was habt ihr denn noch für blöde Namen? ich hab meinen Account noch nicht so lange. Guck mal hier. Und da gab's noch Scheißnamen. Wie geil. Weil jeder hat Minecraft. Guck mal, wie geil der Tobi da noch. Totenkopf Wasserspalt. Ja, genau, hat der Tobi noch Wasser rauslaufen lassen. Ich finde ziemlich cool geworden. Ja, sieht echt cool aus. Ja, auf jeden und Fall. Und hier, das Schiff hier ist halt auch schon fertig. Das kennt ihr ja bereits. Jetzt sind wir hier im Piratennest, für die nicht so oft Sommerland mitschauen, jetzt hier im Piratennest. Und irgendwann wird das ja eine geile Welt, die wir zusammen basteln werden, wo wir dann vielleicht eine Adventure-Map machen oder so. Und guck mal, hier hat der Tobi mit dem Steg angefangen auch. Kann man sich hinsetzen. Oh, und hier gibt's jetzt Tische und so eine kleine Kioskbude. Also die gab's vorher auch schon, aber die Tische sind neu. Sieht aus wie ein Café. Piratencafé. Piratencafé, die Taverne. Ja, die gucke ich auch mal. Wo ist denn die Flagge hin? Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Türgriff kaputt gemacht und noch anderes. Oh. Der Steg in der Luft. Warte. Ich kümmere mich drum. Sonst kriege ich nachher voll auf die Finger vom Tobi, weil ich da dem seine Sachen kaputt mache. Das muss ja nicht sein. Ne? Ja. Der rastet ja förmlich aus. Aber hier gibt es ja gar keinen Zugang. Ja, der ist ja nämlich auch kaputt gemacht. Zugang. So, tschüss, Benny. Ach so. Nee, nicht kaputt machen. Ich mach's wieder auf. Du bist so gemein. Ja, komm wieder. Immer so ganz kurz davor. Okay, hier ist aber auch einiges passiert. Gut, da ist die Taverne ausgebaut worden beim Tobi im Piratennest. Ja, das Schiff haben wir alle damals noch gemeinsam gebaut. Und hier der Totenkopf mit dem Wasser hat er nochmal aufgepimpt. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der Tobi, der hat einfach meine Höhle zugemacht. Schöne Höhle. Schöne Höhle. Ich hoffe, er macht noch ein Geheimversteck draus. Und hier, da auch ein bisschen gebaut. Ah, guck mal, dann können wir jetzt vorne zu den anderen Jungs nochmal fliegen. Was da so passiert ist. Ja, die Elfen sind ja direkt nebenan. Also eigentlich, sind das die Elfen? Ja. Das ist noch die alte Stadt, ist das doch. Ja, das sollte doch dieses Hochelfendorf werden, oder? Nee, hier ist doch nur diese Ruine, oder? Ja, und diese Mine und so. Genau. So richtig, ja, der hier ist die Burg. Die Mine jetzt, war doch Zwerge. Der Dennis erzählt hat. Und diese Burg ist einfach nur eine Burgruine, eine alte. Ach so. Das hat direkt gar nicht so viel mit Elfen zu tun. Nee, ich glaube, der Dennis wollte die Elfen dann doch nicht machen. Ja, genau, so war das. Aber ich finde, die Burgruine hat er cool gemacht. Ja.
Sieht schon extrem heftig aus. Ja, sieht schon nice mit dem, aus. Mit dem Feuer finde ich vielleicht nicht so geil, aber egal. Kann man machen. Jedem das seine. Passt ja irgendwie rein. So, und hier vorne können wir langfliegen. Hier ist auch noch so ein Wegpunkt, wo irgendwas gebaut werden könnte. Und das kennen wir ja hier. Alter Schwede, die Zwergensiedlung. Und da hat ja der Taros fleißig dran gebastelt. Der Dennis hat ja hier diese schöne Festung da ausgebaut, die Ruinenfestung. Auch viel Arbeit, die natürlich da drin steckt. Und hier der Taros, jetzt sind wir hier in der Nähe der Zwergen. Es erinnert ein bisschen an Smaug, die ganze Nummer. Da das alte, die alte Burg der Menschen, die verwüstet wurde. Und die wollten auch einen Drachen bauen, haben sie schon verraten. Vielleicht gibt es ihn dann in einer der nächsten Let's-Show-Folgen zu sehen, den Drachen. Und hier gehen wir auch mal rein, gucken wir auch mal, was hier passiert ist. Oh, hier an den Wänden, das ist neu, ja, oder? Ja, das ist neu. Mit der Lava, ja, das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Und ich glaube, hier unten ist aber noch nicht viel passiert, ne? Nee. Oh, da hinten ist auch mal ein kleines Licht, einfach nur. Ui! Ist auch neu. Vielleicht ist da was Spezielles gebaut worden? Nee, scheinbar nur ein Licht. Nee, ich glaube nicht. Zur Orientierung vielleicht. Hier fliegen jede Menge Fledermäuse rum hier unten. Batman! Ich glaube, da können wir aber wieder rausgehen. Oh, hier ist eine Höhle. Aber auch nur mit Lava. Ja, das ist auf jeden Fall ja, das Zwergengebiet. Da hat der Taros auf jeden Fall hier die ganzen Wege ein bisschen ausgebaut. Finde ich auch sehr schön. Und hier diesen Lava-Wasserfall, das ist schon krass. Also die Sommerland hat sich schon einiges getan. Ja, ne? Echt. In den 20 Folgen. Auf jeden Fall 21 Folgen. Ich glaube, 21 Folge ist es jetzt hier. Mit Let's Show wird es bei mir natürlich weniger geben als bei den Jungs. Aber dafür seht ihr dafür alles. So, dass euch zumindest vom Inhalt her, vom Let's Show nichts entgeht. Dafür sorgen wir dann schon irgendwie. Aber wie gesagt, zum Bauen und hin und her mit anderen Leuten, dann ist es, ihr habt ja gesehen, es wurde tierisch asynchron. Und obendrauf haben wir das Problem nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei DayZ extremst sogar. Ich musste wirklich super viel zusammenschieben und ich hatte mich echt ewig viel Zeit gekostet, überhaupt diese DayZ-Folgen dann, die ein bisschen asynchron waren, zusammenzuschustern. So viel dazu, also dazu dann auch in später mehr. Sollen wir uns mal eben zu den Schweinemenschen? Zum Schwein, ja. Das würde mich auch interessieren, was da abgegangen ist. Oder? Schweini, ja, sehr gerne. Wo sind die denn? Da war ich noch nie. Der Beetlejuice hat sich ja schon teleportiert. TPRA Beetlejuice. Du kannst auch einfach TP, ne? Dann Leerzeichen und dann Tab drücken. Dann tappst du so die Leute durch. Ach, cool. TP, Leerzeichen und Tab. Das ist natürlich praktisch. Ja. Alter, die haben ja richtig geil gebaut. Mhm. Ja, die haben sich auch Mühe gegeben. Die sind ja auch zu dritt, die Jungs. Hammergeil. Sieht echt voll schön nice aus. Kann man sich echt eine Scheibe abschneiden dran so. Auch das Schiffchen hier, diese schönen Details. Ja, hier sind wir bei den Schweinemenschen, den sogenannten. Alter, richtig, richtig cool geworden. Gefällt mir voll gut. Schweinekult. Gefällt mir voll gut. Ja. Aber ja, warum Schweine? Ich fand's auch nice hier. Mit den rosa Wänden und das ist ein geiler Baustil, also. Ah, hier wohnt Kontor Wir sind richtig schnell, Griesenhaf, ne? Der Kontor von Griesenhaf. Boah, die sind super. Vor allem bauen die richtig schön. Also Hut ab, Jungs. Geil gemacht. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Voll schön, wenn man hier mal durchschlawenzelt. Ich kann man sich die Schilder TNT angucken. TNT an Bord. Das ist natürlich gefährlich. Hier sind Kuhköpfe. Wie haben die denn Kuhköpfe gemacht? Vietje, Fritz und Maybrit. Hier sind Kuhköpfe auf dem... am Metzgerladen hier. Die Schreinerei Matze. Und ein Pilzkuhkopf und ein normaler Kuhkopf. Die Schneiderei cool. Schneider. Cool, ne? Alter, nice. Ich will auch so Kuhköpfe. Ich habe nur einen normalen Kopf. Wenn ich den in die Hand nehme, ist es ein normaler Kopf. Ja, komisch. Lass ihn in Ruhe, den Kuhkopf. Also das ist wirklich cool. Hä? Griesenhaf. Weiß auch nicht, da gibt's irgendeinen Trick, glaube ich. Man kann sich ja auch Gegenstände geben einfach, ne? Mit einem Befehl. Ja, genau, stimmt. Ja. Und da hat man auch viel mehr Zugriff als jetzt hier im Inventar. Ja, genau. Ja, sieht echt super aus hier. Ist auch ein schönes Fleckchen hier, finde ich, mit dem See. Voll. So, und diesen riesen Bergen außenrum. Und hier direkt noch so ein Waldbiom dran. Das ist echt ein cooles Fleckchen hier. Voll schön gemacht, haben sie richtig gut hinbekommen. Sieht auch authentisch aus. Ja, oder? Und auch die ganzen Details. Von den Sachen, die auch so rumstehen. Oben, da ist nichts einfach hingeklatscht, da werden Details und sowas, mag ich. Ist echt schön, guck mal hier, der Blick nach außen. Voll nice, Alter. So, Hut ab, echt geil gebaut. Finde ich fast mit das Geilste bisher, wenn ich ehrlich bin. Ja, die haben schon drauf, was es angeht. Voll schön.
Hier mal das hier Panoramablick. Cool, auch der Strahl in den Himmel. Da fliege ich immer hoch. Sehr nett, ja, da bin ich ja mal gespannt. Schauen wir doch mal, was der Jugo gemacht hat. Ah ja. Können wir auch nochmal gucken, ne? Habt ihr das? Die Koordinaten haben wir auch, ja, ne? Ja, die haben wir auch. Und ihr seht, wir werden dann natürlich noch viele weitere Leute zulassen. Und ihr seht auch, die Welt von Sommerland wächst und gedeiht prächtig. Und ich denke, wenn ich dann einmal die Woche reinschneide und zeige hier, was da gegangen, dann seht ihr das ja im Prinzip auch alles, was aufgebaut wird. Vielleicht habt ihr da noch ein paar tolle Ideen. Die könnt ihr natürlich immer in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was euch bisher am besten gefallen hat und was vielleicht nicht so. Da gehen wir natürlich auch drauf ein. Was ist schon teleportiert? Ja. Boah, sieht aus wie eine riesige Kirche. Wir sind schon oder, da. Oder wie Scientology also, oder so. Ah. Ja, es soll wohl irgendwie was Doctor Who-mäßiges sein. Ich kenne Doctor Who nicht. Vielleicht eine Sekte. Aber vielleicht ist das eine Sekte. Habe ich nur heute gehört. Ja, muss halt gucken, dass man noch im Fantasy-Style bleibt. Aber das hier wäre die Behausung von Hyuga und Draki, die zusammenbauen. Aha. Und ich denke, boah, das sieht, hat auch ein bisschen könnte so einen griechischen Style haben, so einen Sekten-Style, ne? Mhm. Voll nice. Oh oh, Server Restart. Oh oh. Oh oh. Also bei mir nicht. Ich sehe es zumindest nicht. Oh doch, Verbindung unterbrochen. Server closed. Was ist denn da los? Ja, der restartet sich immer, wenn man so spät noch zockt. Dann gehe ich doch mal drauf, mal gucken, ob es noch klappt. Ansonsten. Verbindung fehlgeschlagen. Ah, nee, bin drauf wieder. Ja, ja, jetzt geht's. Kann ich das nochmal ganz kurz zeigen? Ganz genau, das sollen wir nochmal hier. Schön, was Hyuga und Draki gebaut haben. Die gesamten 10 Folgen haben die jetzt aufgebaut. Und man sieht schon, Mann, da ist einiges passiert auch. Hat aber auch Style. Muss ein bisschen noch die Historie erläutert werden. Da muss ich mich nochmal reinfuchsen, was genau die beiden hier vorhaben. Werden wir sicherlich noch einiges dazulernen. Aber schick ist es. Ja, bin mal gespannt, was das ist. Hier stehen ja auch Schilder. Ja. Audienzen, Montag natürlich bis Freitag. Natürlich noch so. Nämlich im Rohbau alles. Ja, natürlich eben. Nur alles sehr im die Rohbau. Die Leute haben ja ganz andere Vorstellungen schon in ihrem Kopf. Genau. Ja. Ach krass, guck mal. Aber da haben sie die Schweinemenschen eiskalt schon durchgezogen. Wie cool ist das denn, wenn man weiter nach oben fliegt, dass es dann zum Schnee wird? Ja, ne? Voll nice. Und der sieht auch richtig geil aus, der Schnee. Hammer. Ja, finde ich auch. Schön. Und ich würde sagen, schön. Da machen wir hier mal eine kleine Pause, liebe Freunde, und sehen uns wieder in der nächsten Woche bei Let's Show Sommerland oder jo, eben bei den anderen Jungs gut. Hier. Die haben ja fast alle 2 Tage eine Folge, wo ihr dann den ganzen Bau begleiten könnt, je nachdem. Und hier gibt's dann, jetzt zum 80. Mal wiederholt, ein Let's Show, einmal die Woche. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn das jetzt so läuft, weil anders ist es schwer hinzubekommen. Ihr könnt den Benny und den Erik fragen. Ich hatte gerade eben schon wieder geflucht ohne Ende, weil ich es einfach nicht so asikon bekomme. Ja, wir saßen hier schon wieder stundenlang. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also, und ich will hier halt auch mal was von der Welt in Los Angeles sehen. Hatte dazu ja auch einen Vlog gemacht, könnt ihr euch gerne reinziehen. Wir sehen uns da wieder in Kürze. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Das Abenteuer von Sommerland wächst und gedeiht prächtig. Ja, und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, einmal die Woche ein Let's Show zu machen. Das ist technisch besser umsetzbar, zeitlich besser umsetzbar, weil wir auch immer gucken müssen, dass wir alle zusammen zocken. Benny und Erik sind jetzt zum Beispiel um 5 Uhr morgens dann noch am Spiel mit mir, damit ich hier nicht die Folge alleine aufnehmen musste. Naja, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielen Dank für euer Verständnis. Bis dahin, ciao!